Ja, sollte auf keiner Reise nach Spanien an die Costa Blanca fehlen. Der Levante-Strand von Benidorm. Schön breiter Sandstrand. Die Covid sind Einteilungen da. Und hier die liegen auch weit genug auseinander. Da hat man sich Mühe gegeben und die Einwohner ein bisschen geärgert. Die hätten gerne in dem freien Bereich mehr Platz gehabt. Aber man sagt, die Leute, die zahlen, die brauchen auch Platz. Sehen wir schön die vorgelagerte Insel und hier die ganze Bucht. Viele sagen, Benidorm ist hässlich wegen der Hochhäuser. Aber ich muss sagen, es ist der schönste Strand hier in der Gegend. Und die Hotelgäste, die bleiben eh am Pool. Die merkt man hier gar nicht. Das heißt, man hat hier einen sehr entspannten Strand eigentlich. Das sind alles Anwohner, meist Rentner. Am Strand ist keine Hektik. Hier ist jetzt ein freier Abschnitt mit eingeteilten Vierecken, wo man drin zu liegen hat. Und hier sieht man noch mal schön die ganze Bucht. Hier so in diesem Abschnitt, weil ich heute Mittag schwimme. Wasser war noch sehr angenehm von der Temperatur. Gemessen habe ich sie nicht, aber es war auszuhalten. Durch die geografische Lage sind hier kaum Wellen. Also früher war ich immer da hinten im Bereich, wo wir jetzt hinlaufen. Ein paar Jahre war doch so eine Hüpfburg, aber die war letztes Jahr schon nicht mehr da. Und hier ist die Amüsiermeile für die Spanier. Mit direktem Strandblick
Ein Blick auf die Insel. Hier ist eine Regeltafel, was man darf und was nicht. Ja, hier habe ich früher immer so gelegen, in den anderen Jahren. Wie gesagt, dieses Jahr hatte ich weiter links. Hier war vorhin kein Platz zu kriegen. Hier ist nochmal das Schild komplett mit Sektoren, Einteilung. Ja, einfach noch mal den Blick genießen hier auf die wunderbare Bucht. Ja, von hier hat man einen sehr schönen Ausblick über die Badebucht von Benidorm. Einfach mal genießen. Levante-Strand. Da eine Kirche. Hier geht's zum Kastell. Hier war letztes Jahr alles gesperrt, weil sie Ausgrabungen gemacht haben. Und hier sieht man die Ausgrabungsstätte. Hier dann nochmal der Blick über den Levante-Strand. Dort die Insel. Jetzt gehen wir hier mal durch, um abzukürzen. Hier sind auch so Glasfenster im Boden, wo von dem alten Kastell was zu sehen ist. Hier die kleine Bucht am Hafen und dann der Puente-Strand.
Auch hier altes Remauer. Das haben sie letztes Jahr alles erst gefunden. Da haben sie hier renoviert. War dann abgesperrt. Da auf dem Wasser ist die berühmte Wasserfontäne, die auch schon seit Jahren nicht mehr geht. Ja, hier der Platz wurde neu gestaltet. Ist jetzt hier alles ein bisschen verkehrsberuhigt. Früher durfte noch jeder mit dem Auto durchfahren. Jetzt nur noch die Anwohner. Die ganze Straße. Autos kommen trotzdem genug. Es gibt aber keine Bordsteine mehr, sodass man umknicken könnte. Ist jetzt alles flach gehalten. Also sehr fußgängerfreundlich. Autos sind natürlich ausgesperrt. Parkplätze gibt es auch ein paar weniger. Aber für die Urlauber entspannter. Ja, und auch in Benidorm geht irgendwann mal die Sonne unter. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.